Willkommen beim Angst- und Panik-Expertenrat, Ihrem 24-Stunden-Video-Ratgeberportal. Psychologische Beratung und Selbsthilfe bei Angst- und Panikstörungen. Hallo und willkommen. Eine soziale Phobie hat vielfältige Auswirkungen auf unser Denken, Fühlen, Handeln und unsere Körperreaktionen. Schauen wir uns diese an. Die Gedanken von Menschen mit einer sozialen Phobie kreisen ständig darum, dass sie nicht in Ordnung sind und andere dies bemerken. Sie sich blamieren, ihr Verhalten peinlich ist, andere sie auslachen, ablehnen oder kritisieren könnten. Andere sie als Versager sehen könnten, sie schwitzen, erröten oder zittern könnten. Sie die Kontrolle verlieren könnten, andere ihre Angst bemerken und geringschätzig von ihnen denken könnten. Andere sie deshalb meiden könnten, sie mit anderen nicht zurechtkommen könnten, und andere sich von ihnen abwenden könnten, wenn diese erkennen, wie sie wirklich sind. Ihre Gedanken kreisen darum, was andere von ihnen denken könnten. Dass sie unattraktiv oder gar hässlich sind, sie nicht gut genug oder unfähig sind und deshalb andere enttäuschen könnten. Dass andere an sie Erwartungen stellen, die sie nicht erfüllen könnten, und dass andere sie durch Worte oder abweisendes Verhalten verletzen könnten. Peter, ein Betroffener, erzählt. Ich habe morgens immer wieder die gleichen Gedanken. Wie wird der Tag? Bin ich in Ordnung? Verdiene ich Anerkennung? Mögen mich die anderen? Lästern sie über mich? Wie komme ich bei anderen rüber? Akzeptieren die mich, so wie ich bin? Werden die wieder über mich reden? Und dann bekomme ich Angst. Ich könnte auf Ablehnung stoßen. Beim Umgang mit anderen habe ich grundsätzlich nur einen Gedanken. Was denken die von mir? Was denken die, wenn ich mich bewege? Was denken die, wenn ich etwas sage? Und vor allem, wie ich es sage. Ich denke nur an die Wirkung von dem, wie ich etwas tue und was ich tue, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann, was ich eigentlich mache bzw. sage. Ich denke immer, ich mache mich irgendwie lächerlich oder blamiere mich. Ich wäre gern auch mal locker und witzig, aber ich bin ständig total blockiert und kann einfach nicht aus mir rausgehen. Kommen Ihnen diese Gedanken vertraut vor? Dann kennen Sie sicher auch die nachfolgenden negativen Gefühle. Das häufigste und stärkste Gefühl ist die Angst. Angst vor nervösen Reaktionen wie unangebrachtem Lachen, Weinen, unkontrollierten Bewegungen oder Zuckungen im Gesicht. Angst zu erbrechen, zu erröten und zu zittern. Angst vor Enttäuschung und Verletzung, Angst, andere anzusprechen, Angst, anderen zu begegnen, Angst, vom Umfeld nicht anerkannt zu sein, Angst, dass sich andere lustig oder lächerlich über sie machen, Angst vor blöden Kommentaren, Angst, dass der Gesprächsstoff ausgeht, Angst, für langweilig gehalten zu werden, Angst, andere könnten merken, dass sie minderwertig sind. Angst, andere könnten ihnen zuschauen und sie könnten sich blamieren. Und Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Hinzu kommen Gefühle wie Ärger über sich selbst, dass man so sensibel ist. Das Gefühl, eine Art Alien auf einem fremden Planeten zu sein. Das Gefühl,
überall unverstanden und fremd zu sein, sowie Unsicherheiten, Scham, Verlegenheit bis hin zu Depressionen. Diese Gefühle werden von einer Reihe sehr unangenehmer körperlicher Reaktionen begleitet. Die häufigsten Symptome sind Erröten, Zittern und Schwitzen, Harren oder Stuhldrang oder Durchfall, Herzklopfen bis hin zu Herzrasen, Übelkeit bis hin zu Erbrechen, Atemnot, Bauch- und Kopfschmerzen, nervöser Magen, Anspannung, Verspannungen, Verkrampfungen, Gehunsicherheiten, innere Unruhe, Sprachlosigkeit, Schluckbeschwerden, trockener Mund und Versprecher. Ja, manchmal treten auch Panikattacken auf. Wenn Sie unter einer sozialen Phobie leiden, dann sind Ihnen einige dieser unangenehmen Körperreaktionen sicher vertraut. Im nächsten Video schauen wir uns an, welche negative Auswirkungen eine soziale Angst auf unser Verhalten haben kann. Alles Gute, leben Sie wohl!